Die Regionalliga West. Alle Spiele nur bei Sporttotal. Die Highlights werden präsentiert von Schau ins Land Reisen. Wir warten auf Schiedsrichter Lukas Koch, der hier in wenigen Sekunden anpfeifen dürfte. Ich bin gespannt, Sie sind gespannt und die Fans im Stadion sind auch gespannt. Lukas Koch zählt durch, pfeift die Partie an. Der FC Gütersloh stürmt von links nach rechts in diesen dunkelblauen Trikots auf das rechte Tor und Rot-Weiß Aalen gewohnt in Rot auf das linke Tor. Dann ist es am Ende doch wieder ungefährlich, aber der kann gefährlich werden, zumal die ja nicht unbedingt klein sind da vorne. Oh, Felix Heim mit dem Kopfball! Kam eigentlich schön die Flanke. Die Idee ist gut. De Lemos. Kann man ins Dribbling gehen gegen Felix Heim. De Lemos bringt die Flanke. Knapp verpasst. Kandic in dem Fall. De Lemos. Ist jetzt mal Platz da. Yannick Gebra. Trotz, dass beide Mannschaften ziemlich gleich auf sind, würde ich sagen, Aalen mit besseren Gelegenheiten und auch vielleicht mit dem auffälligeren Spieler, Emanuel De Lemos in dem Fall, der jetzt wieder am Ball ist. De Lemos geht das selber. Boah, sehr schön gemacht, De Lemos auf Coleman. Coleman kann mal die Gelegenheit suchen, De Lemos. Ah, da muss man den Abschluss suchen. Gütersloh, ja, Pläne mit Schalke, aber auch Aalen. Plant tatsächlich mit der Knappenschmiede zusammen. Also da ist der Young Talent Day am 1. April. Da konnten sich Jahrgänge 2012 bis 2015 anmelden. Mutig. Und dann knallt das Ding da dran. Weil das sind die Momente, wenn man sich da das Gegentor fängt. Ich glaube, das muss man keinem erzählen. Das ändert die komplette Planung für die Halbzeitansprache und dementsprechend die unglücklichen Tore, die zu dem Zeitpunkt fallen. Und ich spreche über unglückliche Tore und da muss es doch eigentlich fallen, das Tor. Vier Mann in der Mauer. Erik Lanfer läuft an. Lanfer, der kommt gut. Peters hat den Ball. Gütersloh kann man mal einen Weg nach vorne finden. Wieder unterbunden von Aalen, aber leider zu ungenau in dem Fall für die Defensive. Boah, Zusammenprall. Das tut beiden weh, trotzdem Vorteil. Beide bleiben noch liegen, immer noch Vorteil. Erik Lanfer. Coleman. So, und es liegen immer noch beide Spieler, sowohl bei RWA als auch bei Gütersloh. Coleman. So, da kommen Pfiffe. So, Ball bei Jano Peters und der wirft den jetzt erstmal ins Aus, weil Himmel hilft. Sofort beide medizinischen Abteilungen auf dem Platz. Der Wechsel kommt jetzt auch und ich glaube, da wird auch Rot-Weiß Aalen jetzt gleich reagieren müssen, weil das sieht nicht gut aus. Freiberger. So, mal Seitenwechsel. Das ist Jeffrey Obst. Markus Esko, richtig gut gemacht. Esko, Ball in die Mitte. Brüsicke hat ihn. Das Neues auf dem Platz. Frischer Wind, genauso wie mit Clinton Nassare. Und wieder. Ah, nee, diesmal doch nicht so schlimm. Eduard Probst. Eduard Probst, den muss doch sein Mitspieler finden. Geht da was für Aalen? Vielleicht mal über die linke Seite. Gut gemacht. So, jetzt wäre Platz auf rechts. Da wäre extrem viel Platz. Der muss doch rein ins Tor. Das Ding ist drin. 1:0 für die Gastgeber. Durch Pedro Seas. Und das ist unfassbar wichtig für den Abstiegskampf. Und das ist verdient, definitiv. Also zumindest hat man sich erspielt. Klar kommt das jetzt ein wenig überraschend, weil man kurz die Kontrolle über das Spiel verloren hat. Aber Pedro Zea setzt sich da richtig gut durch.
und erzielt den Führungstreffer für die Gastgeber in der 68. Spielminute. Hat Jeffrey Obst eine Idee, wie man Aalen jetzt knackt. Boah, Coleman, wenig spät da. Esko. Wieder Esko, der sucht jetzt den Strafraum. Und Lukas Koch gibt den Elfmeter nicht. Müsste korrekt sein. Ja, man sieht nicht ganz, ob er ihn trifft. Zumindest gibt es da wieder große Diskussion und es liegt wieder. Es ist nicht Esko, der da liegt. So, Julian Hesse zum Unparteiischen gebeten. Auch Björn Joppe. Ich würde sie auch sehr gerne aufklären, was los ist, aber wenn ich mich gerade mal so umschaue, sind auch die Zuschauer vielleicht ein bisschen, ja, nicht ratlos, aber ja, Lukas Koch bittet in die Kabine und ich werde sie sofort aufklären, was hier los ist. Ja, Spielunterbrechung hier in Aalen. Es scheint was geworfen worden zu sein. So zumindest die Informationen, die ich Ihnen bislang geben darf. Jetzt wird der FC Gütersloh, kommt gerade wieder aufs Feld, wird ausgepfiffen. Rot-Weiß Aalen auch wieder da. Es scheint weiterzugehen. Es scheint weiterzugehen. Wir haben die Uhr auch erstmal angehalten bei 80 Minuten. Probst. Eduard Probst legt mit der Hacke vor. Und Aalen kann es verteidigen. Nein! Es gibt den Strafstoß für den FC Gütersloh. Fassungslosigkeit bei Robin Brüseke. Wir blicken nochmal drauf. Eduard Probst will da den Ball behaupten. Die Sicht ist verdeckt. Die Sicht ist verdeckt. Aber die Entscheidung steht. 33% der Elfer hat er gehalten. Kommt einer dazu? Buckmeier, Brüseke. Es ist Buckmeier. Und Frust, ganz großer Frust bei Rot-Weiß Aalen. 1:1. Und wir gucken nochmal auf die Ausführung. Buckmeier sucht sich die linke Ecke aus. Und es ist natürlich auch was, was beide Mannschaften nicht gut trifft. Also beide Mannschaften hatten ja schon mit Personalnöten zu kämpfen. Die einen mehr, die anderen weniger, dadurch, dass der ein oder andere Spieler zurückgekommen ist. Eduard Probst! Abseits! Also, jetzt ist es aber wirklich... Was ist das für eine Partie? Eduard Probst und dann ist es die Abseitsstellung. Aber hier geht es so drunter und drüber, meine Damen und Herren. Und da dreht der FC Gütersloh innerhalb von nicht mal 5 Minuten beinahe das Spiel. Also wenn der zählt, der Treffer. So, jetzt aber Rot-Weiß Aalen mit dem nächsten Abschluss. Abschlussstaffette. Tim Mannstein, der Eingewechselte, kriegt Druck. Aalen erobert den Ball. Jetzt die Möglichkeit. Das kann man machen. Coleman wird gehalten. Und das ist ein ganz klares Ding in dem Fall. Die nächste rote Karte. Unfassbar, was hier gerade passiert. Ja klar, natürlich. Das Ding ist klar. Coleman ist durch. Coleman ist durch und dann... Ja, das ist eine rote. Da kann man nichts zu sagen. Lukas Koch hier auch mit der richtigen Entscheidung. Und da darf sich keiner rausnehmen. Und ich glaube, Lukas Koch hat genug gesehen. So ist es. Lukas Koch pfeift die Partie ab. Rot-Weiß Aalen und der FC Gütersloh trennen sich nach einer turbulenten Partie. Nach einer teilweise auch kuriosen Partie in der zweiten Hälfte mit einem 1:1. Ja, Leute, das Video muss jetzt fertig werden. Wie ist das jetzt hier? Was ist hier? Playlist. Ja, okay. Und hier unten? Abonnieren.
Ja, war es das oder ist hier noch was? Letztes Video. Ja, sag ich ja, alles gut.